Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Jesus hat Angst, Todesangst sogar. Jesus ist total verzweifelt. Er klagt sein Leid, Gott, wenn du willst, nimm den Kelch von mir. Der betende Jesus im Garten Gethsemane ist zutiefst einsam und isoliert. Seine Weggefährtinnen und Weggefährten sind selbst erschöpft eingeschlagen, obwohl er sie gebeten hat, wach zu bleiben. Die Geschichte erzählt nicht von einem Jesus, der ein Held ist, nein, sondern sie erzählt von einem Jesus, der zutiefst geängstigt ist. Ein ganz menschlicher Jesus also. Und das tut mir ehrlich gesagt schaurig gut. Seine tiefe Verzweiflung wird sogar bildlich im Lukas-Evangelium beschrieben, wenn es heisst, er habe so inständig gebetet, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropft ist. Ja, da ist Jesus an seiner Grenze angekommen. Und genau dort kommt er mir ganz nahe. Denn das sind Momente und Zeiten in meinem Leben, die ich auch können. Und die tiefe, schreiende Angst, Verzweiflung und Ohnmacht, ja, wo manche Menschen auch daran zerbrechen können, die begegnen mir oft in meiner Arbeit in der psychiatrischen Klinik. Gerade auch jetzt, in diesen Corona-Zeiten, wo ich mit verzweifelten Menschen in Kontakt bin, wo in ihrer kleinen Einzimmerwohnung hocken und wo Tagesstrukturen mehrheitlich weggefallen sind und wo einfach isoliert sind und niemand haben, wo sie irgendeinmal mal in den Arm nehmen und Nähe zeigen. Ich drehe durch, wenn es noch länger als bis zum 19. April geht, hat mir eine Frau diese Woche geklagt. Aber wir wissen, es geht länger. Soziale Distanz wird jetzt von uns gefordert, was natürlich unglaublich wichtig ist und Sinn macht, aber letztlich zutiefst gegen unser menschliches Urbedürfnis nach Nähe ist. Wie also kann ich einen Menschen trösten, der so verzweifelt, wo so verängstigt ist? Was hilft eigentlich uns allen, die eigentlich mit dieser menschenunwürdigen Situation, aber nötigen Situation, umgehen müssen und sie auszuhalten? Da möchte ich wieder auf die Geschichte von Jesus im Garten Gethsemane hinweisen. Trotz inständigem Ringen im Gebet nimmt ihm Gott sein Schicksal leider nicht ab und vertreibt seine Angst auch nicht. Wie doch ein Wunder, manchmal hoffen wir das ja. Nein, Gott bleibt unverfügbar. Gott bleibt Geheimnis. Und trotz allem ist das nicht alles. Im Lukas-Evangelium heisst es, er habe Jesus einen Engel geschickt, der ihm neue Kraft gegeben habe. Und sein Schicksal mit dieser Kraft zu tragen, seine Angst, seine Verzweiflung, seine Isolation und innere Abgründe durchzuhalten. Gott traut uns also etwas zu. Er appelliert an unsere Fähigkeit, in schwierigen Augenblicken durchzuhalten und nicht verrückt daran zu werden. Ich denke, da drückt sich wunderschön aus, dass Gott uns stärkt. Modern gesagt würde man sagen, unsere Resilienz stärkt. Gott macht uns stark. In dem Sinn wünsche ich Ihnen
und mir, gerade in Zeiten, wo es schwierig ist und dunkel ist im Leben, dass wir einen Engel erfahren, wo uns gesendet wird und wo uns neue Kraft gibt, durchzuhalten, auszuhalten, bis sich die Situation verändert, sodass wir uns wieder im Alltag zuwenden können. Amen.